Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Last Light Redux. Was ist hier seltsam? Warte! Ich muss sehen! Okay, lass dir Zeit. Ich wusste nicht, was piept, ob das... Was ist da? Nee, jetzt da. Jetzt da. So. Gefunden sein. Nicht? Deswegen eigentlich nicht gefunden, weil die Teilklappe nicht helfen. Wieso kann er denn nicht mehr einfach auf den Boden liegen? Will ich jetzt keine Munition verstecken. Oh, Scheibenmist. Bitte geh hoch. Ich dachte, da kann man echt rüber. Warmen Zimmer übrigens. Ah, jetzt hat er es auch gesagt. Halt. Das macht was so. Ein Geist gebraucht, dass er mir Schaden macht. Noch weiter nach deinem Gerät bin. Ich wollte vor der Folge hier. Schlafen wir. Mann, ich bin müde. Ist doch schon 3 Uhr nachts. Boah, nee, 4 Uhr. Mhm.
Why are you so angry? Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum nicht diese viel, so übertrieben viel Munition, so fette Munition jetzt? Gerade kriege ich ein bisschen Angst, dass hier irgendwo wirklich was richtig Fettes ist, weil... Ehrlich gesagt, die Stelle sagt mir auch nichts mehr. Die gab es definitiv, klar. Aber... Oh Gott. Auch noch mit 10er. Ah ne, doch nicht. Ich muss selber. Ja? 3, 2. Okay. Das war wahrscheinlich auch. Was hier kommt? Nee, das kummelt immer noch von da. Nicht, dass das zwei von diesen Fällen. So, einen haben wir gefunden. Beim Garten. Könnt ihr euch da durchschleichen? Hallo? So, hier müssen wir uns merken auf jeden Fall, falls wir jetzt kämpfen müssen. Ist aber dann müsste ungefähr in die Richtung sein. Also laut dem Brumm, aber... Okay, hier kommen wir leider nicht mehr hoch. Ab jetzt. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Ja! Renn! Renn! Ich kann nicht rennen. Helfe, diesen Mistviechern eigentlich gerade. Jetzt verrenke ich mich fast ernsthaft an den stinkenden normalen Viechern hier. Auf jeden Fall sehr gefressen.
was ist? Junge, Junge. Artyom! Hier! Ja! Yeah. Hallo! Gott sei Dank bist du noch und am Leben. Du hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Moment, er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Kann dieser... Oh, oh, ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Oh, oh. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Hä? Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Okay. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Okay.